Hallo und willkommen bei Marius. Hello and welcome to Channel Marius. Mir fällt gerade noch eine Kleinigkeit ein. Ich habe euch ja in dem vorherigen Video gerade erzählt, dass dies die Zuchtweibchen sind. Und falls ihr euch jetzt wundert, der erzählt immer, wir haben nur 8 Paare im Zuchtschlag. Was sollen die ganzen Weibchen denn da drin? Naja, das ist natürlich so, dass hier auch diverse Reserveweibchen bei sind, falls irgendwas nicht funktioniert bei der Anpaarung oder ähnlichem. Und die Zuchtplanung ist natürlich auch noch nicht ganz abgeschlossen. Und so kann halt auch keine der möglichen Zuchtweibchen mehr verloren gehen. Denn draußen fliegen ja nur die Witwerweibchen. Es sind auch die möglichen Weibchen für die nächsten Jahre. Beispielsweise, wenn oben noch von dem ein oder anderen Zuchtweibchen mehrere Brüder oben sind oder ähnliches, die ich als ja, möglicherweise zuchttauglich erachte. Diese Schimmeltäube beispielsweise hat noch einen Sohn oben im Witwerschlag, der sich zum Ende der Saison immer besser entwickelt hat. Und somit halte ich sie auch zurück. Hier sitzen natürlich auch ein paar ungewöhnte Weibchen drin, die in diesem Jahr beispielsweise keinen Platz im Zuchtschlag bekommen. Und die auf Abruf stehen. Entsprechend sind es halt mehr als die tatsächlichen 8 Weibchen, die am Ende in den Zuchtschlag gehen werden. Sind sogar mehr als doppelt so viele. Denn für die Zucht braucht man auch Auswahl. Und beispielsweise für den 16, wir sehen gerade seine Stammtaube fürs nächste Jahr, haben wir 2 Weibchen, die wir da ja im Wechsel ranpaaren wollen. Unter anderem auch die blaue in der Mitte, oder die jetzt rechts sitzt, die ja im vergangenen Jahr bereits an ihm dran war und mit der es so gut geklappt hat. Er ist aber der einzige Vogel, den wir umpaaren werden. Wir haben ja nicht den Riesenbestand und auch nicht so ganz viel Platz. Weshalb man oft Kompromisse eingehen muss. Leider. So, dann wünsche ich einen schönen Abend oder einen schönen Tag noch. Ist ja noch ein bisschen früh am Tag. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.